Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Theorie. Also vielleicht nochmal kurze Wiederholung vom letzten Mal. CYK-Algorithmus war eigentlich so eine wichtige Baustelle für kontextfreie Sprachen. Ist es ein Syntax-Checker? Ja? Und dieser CYK-Algorithmus basiert ja darauf, dass die Grammatikregeln binäre Verzweigungen haben. Ja? Das heißt, dass dann ein Syntaxbaum so aussieht wie hier auf der Folie links. Das heißt, die Regeln haben immer die Form Variable, Pfeil, zwei Variablen, damit binäre Verzweigung, oder Variable, Pfeil, Konstante, und das ist die letzte Ebene in dem Syntaxbaum. So. Weil das ein binärer Baum ist, kann man den auch so darstellen, wie jetzt in der Mitte. Und das ist eigentlich der Trick. Ja? Das sollten wir uns vielleicht noch mal kurz anschauen. Zeigestock. Man kann den jetzt in so einer Dreiecksmatrix darstellen. Und naja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier diesen rechten Teil von dem Baum anschauen, da ist es ja so, da ist der Baum nicht mehr ganz so tief. Ja? Das heißt, der würde entweder, also wenn man so darstellt, irgendwo hier oben aufhören, oder, und das wird eben hier verlangt, dass praktisch die Blattknoten, nämlich die Terminalsymbole, also die Konstanten aus unserer Sprache, die müssen in der untersten Zeile von dieser Dreiecksmatrix sein. Und dann kommen im nächsten Schritt natürlich, das sind praktisch all diese Variable, Pfeil, Konstante Regeln. So. Und wenn ich jetzt hier in zwei Ebenen zum Startsymbol kommen will, dann hat praktisch diese letzte Kante, die geht dann über 1, 2, 3, 4 Felder. Ja? Und hier über 2 Felder. Ja? So, und das muss man natürlich bei dem CYK-Algorithmus beachten dann. auch hier, dass praktisch die linke Kante, die geht über 2 Ebenen und die rechte Kante, die geht über 4 Ebenen, weil ich ja sonst hier nicht entsprechend runterkomme. Ja? Und wichtig ist auch, die Kanten, die gehen immer entweder senkrecht oder perfekt diagonal. Also so halbdiagonale Kanten, die gibt es nicht. Ja? Genau. Und weil die Kanten eben immer senkrecht oder diagonal gehen müssen, ist es auch so, dass die Zahl der Ebenen hier und da nicht gleich ist. Ja? Aber, und das sieht man dann auch, wenn man den Source Code anschaut, die Summe der Zahl der Ebenen, die muss immer konstant sein. Also, das heißt, ich könnte von hier ausgehen, in dem Baum, hierher gehen und daher. Ja? Oder da und da, oder da und da, oder so, oder so. Ja? Und jetzt erkennt man, es ist klar, die Summe der Zahl der Ebenen, die beide Kanten machen, ist immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 in dem Fall. Ja? Also praktisch so viel, wie es hier ganz runter geht. Also wenn wir jetzt schauen, 1, 2 plus 1, 2, 3, 4 macht 6. Ja? Oder wenn wir hier wären, 2 mal 3 und so weiter. So. Oder wenn wir von hier ausgehen, 1, 2, 3, 4. Ja? 1, 2 plus 2 macht 4. Okay, also wenn man das Bild verstanden hat, dann hat man eigentlich auch den CYK-Algorithmus fast schon verstanden. Ja? Also erst einmal wird das Ganze nochmal top-down umgedreht. Und dann, der Algorithmus fängt dann hier oben an. Und in meinem ersten Schritt ist klar, da schaut er sich nur diese einfachen Regeln Variable, Pfeil, Konstante an. Und dann wird eben immer, dann geht es praktisch weiter runter und dann schaue ich mir dieses Feld an und gucke, welche Regeln gibt es. Wobei hier ist klar, die Summe muss 2 sein.
Und damit gibt es nur eine Möglichkeit in der Ebene, aber da wird es schon interessant. Da muss die Summe 3 sein, das heißt, ich kann so eine Regel haben, daher und daher oder so. Ja. Genau, gut, also den Source Code selber, den will ich jetzt hier nicht mehr genau anschauen, das haben wir ja gemacht. Okay, dann haben wir uns noch die Abschlusseigenschaften und so weiter angeschaut und diese Tabelle gucken wir vielleicht noch mal kurz an. Also, die Entscheidungsprobleme sind alle entscheidbar, außer dem Äquivalenzproblem. Das Wichtigste, das Wortproblem, klar, ist zum Beispiel durch den CYK-Algorithmus entscheidbar. Und da merken wir uns vielleicht noch kurz die Komplexität, nämlich kubische Komplexität. Ja? Ja, bei den regulären Sprachen haben wir uns eigentlich einen Algorithmus angeschaut? Nö, noch nicht. Ja? Um das Entscheidungsproblem zu lösen. Aber tatsächlich ist da die Komplexität linear. Das werden wir dann sehen bei den endlichen Automaten. Also reguläre Sprachen, lineare Komplexität. Kontextfreie Sprachen, kubische Komplexität. Die kontextabhängigen Sprachen, die jetzt gleich kommen werden, da werden wir sehen, da haben wir dann eine exponentielle Komplexität. Und wenn wir dann bei den Typ-0-Sprachen sind, dann geht es gar nicht mehr. Okay, Abschlusseigenschaften, da haben wir hier 3 Ja's und 2 Neins. Okay, und damit gehen wir jetzt weiter. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines Kapitel eingeschoben, was im Hoffmann-Buch nicht drin ist. Aber ich meine, Sie finden erstens auf den Folien das. Ich habe die Folien auch aktuell jetzt damit ins Web wieder gestellt. Und zweitens auch auf meinem alten TINF-Skript, was auf der Homepage zur Vorlesung drauf ist. Und zwar das, was wir hier jetzt praktisch sehen, das ist, ja, wie soll ich sagen, so etwas Ähnliches wie eine Implementierung vom CYK-Algorithmus. Ja? Also sprich Werkzeuge, wir werden 2 Werkzeuge jetzt sehen, nämlich Lex und Yak, beziehungsweise neuerdings heißen die Flex und Bison. 2 Werkzeuge, mit denen wir das Wortproblem für reguläre Sprachen, das macht der Lex, beziehungsweise Flex, und für kontextfreie Sprachen, das macht der Yak, beziehungsweise Bison. Ja? Genau, 2 Werkzeuge, um das Wortproblem zu lösen. Und ja, und die können außerdem noch mehr, das werden wir uns gleich noch anschauen. Ja. Und zwar eben zum einen das Wortproblem lösen, dann aber auch, wenn ich ein Wort erkannt habe für eine reguläre Sprache, dann kann ich sogar das erkannte Wort noch ersetzen, entsprechend definierten Regeln. Ja. Und da geht es dann jetzt schon in Richtung Compiler. Ja. Weil das Wortproblem ist ja nur ein Teil vom Compiler, nämlich erkennen, ist die Syntax von meinem geschriebenen Programm korrekt. Ja? Aber dann soll ja auch noch Code generiert werden. Und das ist der nächste Schritt. Und so eine Code-Generierung kann ich mit diesen Tools dann machen, indem ich sage, aha, wenn ich eine bestimmte Syntax erkannt habe, was weiß ich, ein If-Konstrukt, dann wird das im Maschinencode so und so umgesetzt. Ja? Also das sind ganz wichtige Werkzeuge, um Scanner, Parser, Compiler zu bauen. Und das Coole an diesen Werkzeugen ist, ich muss nur, also reden wir mal kurz über das Wortproblem. Um das Wortproblem zu lösen, also um zu erkennen, um die Syntax zu checken von irgendwelchen Ausdrücken, ich muss nur die Grammatik eingeben. Ja? Ich muss nichts mehr programmieren, keine einzige Zeile Code. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Also das ist eigentlich ähnlich cool wie das, was wir gesehen hatten bei dem Constraint Logic Programming. Ja? Da war ja auch so ein Ausspruch von einem der Erfinder, the Holy Grail of Programming. Also wir müssen nur noch deklarativ beschreiben, was wir tun wollen, aber nichts mehr über das Wie. Und hier genauso. Wir müssen nur die Grammatik reinwerfen und rauskommt ein Tool, das das Wortproblem löst. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir hier nicht nur Theorie machen, sondern mal kurz einen Aufstieg in die Praxis wagen. Ja?
Also, wir fangen an mit einem ganz einfachen Beispiel. Ja? Und zwar wollen wir ein Programm haben, das uns solche Ausdrücke, also ich stelle mir vor, ich habe eine Datei, in der Telefonnummern drinstehen. Ja? Und jede Zeile in der Datei hat so eine Form. Telefon, Doppelpunkt und dann Vorwahl, Schrägstrich, Telefonnummer. Ja? Und das soll jetzt internationalisiert werden in so eine Form, Phone, Doppelpunkt, plus, plus, 49 und so weiter. Ja? Wenn man sowas von Hand, das kann man natürlich in jeder Sprache programmieren, aber da müssen wir dann im Prinzip diesen Parser selber programmieren. Da müssen wir das, den Input zeichenweise durchscannen und dann immer verzweigen, je nachdem, was da kommt und so weiter. Okay, und hier sehen wir das Lex-Programm, was das Ganze tut. Ja? Also diese ersten beiden Zeilen, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Das ist einfach syntaktischer Zucker. Hier kommen die eigentlichen Regeln. Und zwar, die Grammatik wird jetzt beschrieben, dieser Lex, der kann reguläre Sprachen erkennen. Ja? Und für reguläre Sprachen, naja, da habe ich eine reguläre Grammatik beziehungsweise reguläre Ausdrücke. Das ist ja gleichmächtig. Und wir verwenden hier reguläre Ausdrücke, weil die wesentlich kompakter, einfacher zu schreiben sind. Also, hier steht ein regulärer Ausdruck. Wenn in dem regulären Ausdruck einfach irgendwelche Inputzeichen stehen, dann sind die 1:1 so zu übernehmen. Also, das heißt, der Text, der erkannt wird, der fängt an mit TEL, dann Backslash Punkt. Backslash Punkt ist der Punkt hier. Ja? Und zwar, weil der Punkt ohne Backslash, der hat bei den regulären die Ausdrücken, die Bedeutung, an der Stelle kann jedes beliebige Zeichen kommen. Ja? Und deswegen Backslash Punkt heißt, hier muss ein Punkt kommen. Das Fragezeichen, das Fragezeichen heißt optional. Ja? Und zwar, das bezieht sich auf das Zeichen davor. Ja? Das heißt, dieser Punkt, der kann kommen, aber er muss nicht. Das heißt, es könnte hier auch stehen, Tell Doppelpunkt wird auch akzeptiert. Dann haben wir in eckiger Klammer, in eckigen Klammern schreibt man immer Zeichenmengen. Ja? Und hier steht die Menge der Zeichen, nämlich Leerzeichen oder Tabulator. Ja? Das heißt, hier kann jetzt Leerzeichen oder Tabulator kommen. Und zwar das Plus dahinter bedeutet, beliebig oft, aber mindestens einmal. Also das heißt, hier muss mindestens ein Whitespace kommen. Leerzeichen oder Tabulator. Und dann muss eine Null kommen. So, also dieser reguläre Ausdruck, der matcht sowas bis hierher. Ja? Okay. Das heißt, mein Input muss am Anfang diese Form haben. Und dann wird das hier ausgeführt. Und zwar ein ganz simpler Printf. Das heißt, da wird jetzt dieser Text erkannt und dann ersetzt durch diesen neuen Text. Das geht bis zu dem 49 minus. Also Sie sehen, dieser Anfangsteil bis hierher wird ersetzt durch das. Okay, dann wie geht es weiter? 0 bis 9, also das heißt eine Ziffer. Danach kommt diese runden Klammern, die sind ja nur für die Strukturierung da. Und dann Backslash Schrägstrich, also das heißt, dann kommt ein Schrägstrich. Und das ist das Oder. Und jetzt kommt ein Minus. Übrigens, das hier, was da steht, das könnte man natürlich auch schreiben als eckige Klammer auf. Backslash Schrägstrich minus eckige Klammer zu. Das ist das Gleiche. Und dann nochmal eine Ziffer. Also dieser Ausdruck, was matcht denn der? Ja, der matcht das hier. 1-5. Wenn sowas kommt, wird es ersetzt durch %C minus %C. Prozent C steht in der C-Formatsyntax für Character, also hier kommt ein Zeichen,
minus wieder ein Zeichen. Und zwar was für ein Zeichen? Ja, das hier. Y, Y Text von 0 und Y, Y Text von 2. Dieses Y, Y Text, das ist ein String, also ein Character Array. Und zwar, das ist der String, der hier vorne gematcht wurde. Ja? Und wir wissen ja jetzt, weil wir den Ausdruck ja hingeschrieben haben, der String, der da vorne matcht, der hat die Länge 3. Und das geht eben los beim Array-Index 0, das ist das erste gematchte Zeichen. Das zweite mit einem Index 1 lassen wir weg. Und das dritte mit dem Index 2 schreiben wir wieder hin. Das wären ja jetzt die 1 und die 5. Das sind die beiden und dazwischen machen wir einen Bindestrich. Okay, und wenn die Zeile zu Ende ist, dann machen wir auch im Output die Zeile zu Ende. Das ist alles. Ja? So, ja, und das können wir uns jetzt vielleicht auch gerade mal kurz anschauen, wie das funktioniert. So, wo haben wir denn das? Browser weg. Nee. So, hier müsste das eigentlich irgendwo sein. So, das war's. So, genau. Tell.x, das ist die Input-Datei. Und das ist, wenn Sie das jetzt anschauen, ist genau das, was wir gerade auf der Folie hatten. Ja? Das ist dieser Anfang und das sind diese drei Regeln. Das ist alles. Ja? Genau. So, und... ist die letzte Zeile wirklich notwendig oder ist die nur... Mit dem Backslash N, das ist eine gute Frage. Können wir mal ausprobieren, ob das auch ohne die ginge? Können wir nachher ausprobieren. Das sind ja Telefonnummern, sondern dann die hintereinander. Ja, wenn du Backslash N auf Backslash N ersetzt, ist das okay. Ist nur die Frage, ob das da vielleicht einen Unterschied macht oder nicht in der Ausgabe. Naja, ich meine. Wenn wir das nicht drin haben, dann tut er vielleicht die Ausdrücke in der nächsten Zeile fortsetzen. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe da auch nicht so viel Erfahrung mit Flex. Das müssen wir ausprobieren. Okay, so kriege ich das jetzt auswendig hin. Flex minus O tel.c. Ich glaube, so geht es. Ja. So, jetzt haben wir einen Tell.c erzeugt. Ja? Der Flex erzeugt eine C-Quelldatei. Ja? Die können wir vielleicht mal schnell anschauen. Übrigens, man sieht es schon an der Größe. Die, also Tell.x, sehen Sie, hat 138 Zeichen. Ja? Tell.c hat 45.000 Zeichen. Ja? Also ist etwas größer. Können wir vielleicht mal kurz anschauen. Ja? Also das ist ein bisschen größer. Ich glaube, das wollen wir nicht im Detail verstehen. Kann der auch andere Sprache erzeugen? Nein. Aber es gibt solche Tools auch für andere Sprachen, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich meine, warum ist die erzeugte Datei so groß? Naja, weil der natürlich viel mehr kann und für alle möglichen Eventualitäten Datenstrukturen erzeugt und bereitstellt und. Ja. Okay, jetzt muss ich aber kurz nochmal nachschauen. Wie beim C-Compiler muss man eine Flex-Library laden. Und das steht hier drauf. Moment, hier, genau. Tools, Text Selection Tool, das tun wir einfach so darüber kopieren. Genau.
und jetzt haben wir eine neue ausführbare Datei-Tel, ja? Die aus dieser C-Datei kompiliert wurde. Und die führen wir jetzt aus. So, und jetzt können wir eingeben Tel Doppelpunkt probieren wir es mal so. Da macht er nichts. Ja? Da tut er gar nichts verändern. Weil die nicht mehr Null, weil wir da die Null nicht haben. Ja? Also. Darf nur ein Whitespace sein, oder? Nö, das dürfen viele. Achso, jetzt stimmt, eins mindestens. Doppelpunkt 07 irgendwas. Da funktioniert's, genau. Und ich meine, jetzt können wir natürlich noch andere Sachen ausprobieren. Was wird da passieren? Der aussetzte V total hat da hinten bleibt gleich wahrscheinlich. Das, also die Buchstaben. Die Buchstaben, die werden einfach so übernommen. So ist es. Ja. Gut, ich meine, da können wir natürlich jetzt unsere Regeln noch verändern, ja, und sagen, Buchstaben müssen rausgeschmissen werden, zum Beispiel, müssen rausgelöscht werden. Ja. Also da kann man natürlich beliebig das Ganze noch erweitern, verändern. Okay, ich meine, da wir jetzt aber hier theoretische Informatik machen und keinen Lex-Programmierkurs, will ich das hier an der Stelle abbrechen. Ja? Aber ich will, dass Sie in den Übungen damit arbeiten. Ja? Und zwar in meinem alten TINF-Skript hat es auch noch Übungsaufgaben zu Lex und Jagd drin. Und ich will, dass jeder dazu da diese Übungen macht. Das ist mir einfach absolut wichtig, weil Sie lernen dadurch richtig coole Tools für Sie als Informatiker kennen. Wann immer irgendwelche Input-Syntax geparst werden muss, Sie brauchen einen Parser nicht von Hand schreiben. Ist völlig unnötig. Das machen diese Tools vollautomatisch, wie man hier sieht. Ja? Und genau, wir machen jetzt hier weiter und schauen uns jetzt gleich mal an, wie das mit dem JAG funktioniert. Also das war der Lex als Werkzeug für reguläre Sprachen. Ich meine, reguläre Sprachen sind ja relativ simpel. Die sind auch zu einfach für Programmiersprachen. Aber der Lex ist halt immer dann nett, wenn ich irgendwie so... Ich habe eine Datei in einer bestimmten Struktur. Ja, da stehen Daten drin in irgendeinem Format und die will ich jetzt in einem ganz anderen Format in eine neue Datei schreiben. Ja, das kann man mit dem Lex ganz elegant machen. Okay, so jetzt vielleicht ein paar Worte noch kurz zur Struktur von diesen Lex-Programmen und bei JAG-Programmen ist es übrigens ähnlich. Und zwar, die Programme bestehen immer aus drei Teilen. Erst kommt ein Definitionsteil, dann ein Regelteil und dann ein Funktionsteil. Und diese drei Teile sind getrennt durch so eine Zeile mit 2x%. Das hatten wir auch da in unserem Beispiel drin. Hier. Das war die Zeile. Ja? Und da sieht man, das da oben ist der Definitionsteil. Ja? Und das sind praktisch solche Optionen, die man da setzen kann für den Lex. Ja? Und fragen Sie mich nicht, was das hier genau bedeutet. Ja. Also es funktioniert, wenn ich das drin habe. Ja. Genau, also das heißt, wir haben Deklarationsteil, Regelteil und dann, wenn jetzt nochmal eine Zeile mit 2% kommen würde, könnten wir danach noch Funktionen angeben. Funktionen sind praktisch, das ist C-Code. Ja. Wenn ich zum Beispiel hier... Ich meine, was hier passiert ist, ich ersetze ein gefundenes Muster durch so einen neuen Text oder so ein Muster. Ja? Jetzt ist natürlich das hier, was da auf der rechten Seite passiert, relativ simpel. Also ich kann hier halt nur das machen, was ein Print kann. Ja? Aber ich könnte ja zum Beispiel sagen, ha nö, ich will zum Beispiel jetzt, ich will meine Telefonnummern im unären Format ausgeben. Das heißt, wenn da eine 7 steht, möchte ich an der Stelle 7 Einsen haben und danach ein Komma.
Ja? Und wenn eine 4 steht, 4 Einsen und danach ein Komma. Ich vermute, das geht mit Print nicht mehr. Ja? Aber das könnte man natürlich mit einer C-Funktion machen. Ich lese die Ziffer und lasse dann eine Vorschleife so oft durchlaufen, wie die Ziffer ist, und Einsen schreiben. Ja? Aber da muss ich natürlich eine C-Funktion schreiben. Ja, was machen wir dann? Dann schreibe ich hier den Funktionsnamen von meiner C-Funktion hin und drunter im Funktionsteil wird diese Funktion programmiert. Das ist die Struktur, also Definitionen, Regeln und dann C-Funktionen. Genau, und jetzt schauen wir uns den Jack an. Also dieses Jack, übrigens auch ganz interessant, steht für Yet Another Compiler Compiler. Und der Jack ist uralt. Ja? Der Jack stammt aus der Zeit, in der Unix erfunden wurde. Also diese Freaks, Cunningham, Ritchie und so weiter, die Unix und C erfunden haben. Also aus der Zeit stammt der Jack auch. Ja? War vermutlich der erste oder einer der ersten Compiler. Und das ist schon ein bisschen Understatement, yet another Compiler. Sie hatten eine Frage? Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu dem Lex. Zu Lex, ja? Ja. Nochmal zurück, oder? Eine Folie zurück. Eine? Ja. Hier. Ja. Wenn ich da jetzt nochmal eine zweite Funktion erstellen will, kann ich die dann einfach drunter schreiben? Ja, genau. Die kann man da einfach untereinander schreiben. Okay, also Yak Yet Another Compiler ist ein Programmgenerator, der aus kontextfreien Grammatiken ein Programm erzeugen kann. Erst einmal, klar, löst er das Wortproblem für reguläre Sprachen. Und dann erzeugt er einen Parser für entsprechende Programmiersprachen. Ich meine, kann man auch für was anderes verwenden, aber die wichtigste Anwendung sind natürlich Programmiersprachen. Und der kann, wenn ich dann entsprechende Funktionen schreibe, auch Code generieren. Das ist natürlich nicht trivial, den Code zu generieren, immer, das ist klar. Da muss man natürlich sich in Maschinensprache gut auskennen. Aber dann kann man die entsprechenden Konstrukte der Programmiersprachen tatsächlich in Maschinencode umwandeln. Okay, jetzt hier ein Beispiel. Und zwar, das ist jetzt gleich ein Beispiel mit FLEX und Bison. Also erst einmal, hier steht Lex FLEX, also diese früheren Tools, die hießen eben Lex für die regulären Sprachen. Den Lex gibt es nicht mehr, der ist jetzt abgelöst worden durch den FLEX, den Nachfolger. Und den Yak gibt es auch nicht mehr, ist abgelöst worden durch Bison. Also Sie wissen ja vielleicht, die Yaks, das sind solche Büffel, die im Himalaya unterwegs sind. Und vermutlich hat ein Amerikaner den Nachfolger gebaut und ihn dann halt Bison genannt. Gut. Und diese FLEX und Bison, das sind heutige Tools, die unter Linux laufen. Ja. Es gibt auch Windows-Versionen davon. Ja. Und FLEX und Bison, die laufen auch tatsächlich auf unserem LTS2-Server. Oder Sie installieren sich das selber. Gut, ja. Und jetzt habe ich ein Beispiel, in dem beide verwendet werden. Nämlich FLEX und Bison. Und das macht man auch typischerweise, wenn man einen Compiler baut. Ja? Die einfachen Sachen, das ist der sogenannte Scanner, das macht man mit FLEX, einfach weil da die Syntax einfacher zu beschreiben ist. Ja? Ganz simple reguläre Ausdrücke. Und zwar, der FLEX, der tut praktisch Tokens erkennen. Also sprich die ganzen Schlüsselwörter. Schlüsselwörter aus einer Programmiersprache, was weiß ich, return und if und main und so weiter. Und auch so die ganzen Whitespaces rausfiltern, die da so in dem Programmcode drin sind für die Strukturierung vom Input. Das interessiert ja letztlich den Compiler nicht. Ja. So Zeug, das filtert der alles raus, der FLEX. Und dann habe ich nur noch die Struktur. Und da kommen dann eben jetzt komplexere Ausdrücke, so geschachtelte Klammerausdrücke. Das kann FLEX nicht mehr, weil Klammerausdrücke, das wissen wir ja schon, sind nicht mehr regulär, sondern das ist kontextfrei. Da brauche ich tatsächlich den Bison dann dafür. Ja?
Okay, also wir haben, und zwar Term, es geht um das Termbeispiel. Das Termbeispiel, das kennen wir schon, das hatte ich schon gezeigt bei den kontextfreien Sprachen. Also es geht um arithmetische Terme. Ja, und da haben wir ja eine relativ simple Grammatik auch schon angegeben gehabt dafür. So. Also wir wollen arithmetische Terme als Teil einer Programmiersprache erkennen. Und das Beispiel, das liefere ich Ihnen hier komplett. Sie sollen dann als Übungsaufgabe das Ganze noch erweitern zu einer ganz simplen Programmiersprache, die ein paar Konstrukte hat und ganz einfache Variablennamen und so weiter. Okay, so, also diese, ja, und wir müssen jetzt Flex und Bison miteinander kombinieren. Das heißt, der Output, den der Flex liefert, der muss dann als Input für den Bison dienen. Ja? Und dieser Flex, der wird im Wesentlichen irgendwelche Tokens erkennen. Ja? Und diese Tokens heißen zum Beispiel Bets, Integer, Gleitpunkt, also Bezeichner, Integer oder Gleitpunktzahl. Ja? Wir erkennen solche Dinge. Vielleicht gehen wir gerade mal hier rein und schauen an Integer. Klar, 0 bis 9 plus, das ist ein Integer. Ja? Oder Gleitpunktzahl 0 bis 9 plus, dann muss ein Punkt kommen, dann wieder 0 bis 9 plus. Das sind Gleitpunktzahlen. Ja? Oder Bezeichner. Ein Bezeichner muss anfangen mit einem alphabetischen Zeichen und dann dürfen alphanumerische Zeichen kommen und auch noch ein Underscore und das Ganze beliebig oft wiederholt. Ja? Und ich meine, klar, das ist natürlich hier richtig schön simpel. Damit decke ich alle Bezeichner ab. Wenn ich das in einer Backus-Naur-Form-Grammatik für kontextfreie Sprachen hinschreiben will, wird es wesentlich komplizierter. Okay, fangen wir vielleicht jetzt nochmal oben an. Da haben wir wieder so ein Statement und zwar include y.tab.h. Das sind Deklarationen. Sie sehen so eine .h-Datei, die aus der JAC-Datei kommen. Ja? Und zwar für diese Token-Namen hier. Ja? Die muss ja, diese Token-Namen, die muss ja der Bison dann auch kennen. Ja? Und die sind hier drin definiert. So, okay, ja gut, sonst gibt es nicht mehr, ah doch, hier. Das ist noch interessant und zwar wollte ich an dem Beispiel jetzt aufzeigen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Flex an den Bison seine Tokens übergeben kann. Das ist die Möglichkeit, wie man es wohl normalerweise macht, indem man tatsächlich einen Token-Namen übergibt. Ja? Was ich da oben tue, ist, ich übergebe keinen Token-Namen, sondern wenn ich eine öffnende Klammer habe im Input, dann wird die einfach so, wie sie ist, übergeben. Return y Text von 0. Also dieses erkannte Zeichen wird direkt so weitergegeben. Ja? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also bei den Klammern ist das eine interessante Möglichkeit. Bei den Integers will ich vielleicht nur sagen, okay, da war ein Integer und fertig. Ja? Schließende Klammer oder hier die arithmetischen Operationen, die werden, da wird jetzt ein Token OP übergeben. Ja? Ich meine, das ist natürlich, da verliere ich natürlich Informationen, weil ich weiß nicht mehr, welcher Operator das war. Und da, das ist jetzt, dieses Statement ist zum Rauslöschen von Whitespace. Ja? Ganz simpel. Okay, so, jetzt schauen wir die Bison-Eingabedatei an und da drin wird jetzt tatsächlich die Syntax von arithmetischen Termen definiert. Ah ja, und da oben im Deklarationsteil, Sie sehen hier Token Bets ob Integer Gleitpunktzahl. Und das wird dann, also der Bison schreibt es dann in diese .h-Datei rein, die ja der Lex wiederum braucht. So, dann, und hier ist die eigentliche Grammatik. Also, ein Term kann sein ein Integer oder eine Gleitpunktzahl oder ein Bezeichner, also eine Variable, oder Term, Operator, Term, oder Klammer auf, Term, Klammer zu. Oder, also alles, was hier nicht matcht, ist dann ein Fehlerfall. Und den können wir auch noch abfangen. Ich meine, die Zeile ist nicht notwendig,
aber die ist dazu da, dass mein Compiler später Fehlermeldungen ausgibt. Ja? Zum Beispiel würde hier die Fehlermeldung heißen, Term nicht wohlgeformt. Dann weiß ich, aha, da war irgendwas an einem Term nicht in Ordnung. Ja, okay. Ja, damit sind wir mit dem Regelteil schon fertig. Jetzt kommen hier noch ein bisschen Funktionen. Sie sehen da unten, da kommt eine Main-Funktion. Das ist die einfachste Main-Funktion, die man sich vorstellen kann. Da wird einfach so eine Funktion yyParse aufgerufen. Ja. Dann hier haben wir eine yy-Error-Funktion, die, ich meine, die muss man auch nicht definieren, aber da drin kann ich praktisch sagen, was passiert im Fehlerfall. Ich meine, ich mache hier einen ganz simplen Print von dem, was hier übergeben wird. Ja? Und zwar ist es tatsächlich diese, also der Aufruf von dieser Error-Funktion, der ruft das hier aus. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum da jetzt yy davor steht und da oben nicht. Gut, dann haben wir hier noch ein include lex.yy.c. Ist klar, da wird jetzt diese C-Datei inkludiert, die der FLEX erzeugt hat. Genau, also ich bin da kein Experte. Da gibt es viele Dinge, die man noch anders machen kann und viele weitere tausend Tricks und so weiter. Aber mir geht es darum, Ihnen zu zeigen, dass es diese tollen Tools gibt und wenn Sie das mal brauchen, müssen Sie sich halt mal ins Manual rein vertiefen. Gibt es da soweit noch Fragen dazu? Okay, jetzt schauen wir kurz an, wie wir das Ganze aufrufen. Und zwar, ja genau, das kürzen wir einfach ab, indem wir hier so ein Make-File anzeigen. Sie kennen sich alle mit Make aus, oder nicht? Ja. Gut, also hier praktisch der Top-Level-Befehl, um jetzt eine ausführbare Datei namens Term zu erzeugen. Ich meine, das ist, also man kann das wesentlich eleganter noch machen. Ich habe da auch ein wesentlich generischeres Make-File. Das ist jetzt ein einfaches Make-File, um eine ausführbare Datei Term zu erzeugen, die dann eben Terme parst. Ja? Und zwar, ich brauche die C-Datei, die der Lex erzeugt. Ich brauche diese C-Datei, die der Bison erzeugt. Der erzeugt das hier. Und wenn ich die beiden habe, dann wende ich den C-Compiler an, lade noch diese FLEX-Library rein. Und der erzeugt dann die Term-Datei. So, diese Term.tab.c, dazu brauche ich Term.y. Die Extension .y ist für diese JAC oder Bison-Input-Dateien und darauf wird der Bison aufgerufen. Und diese lex.c-Datei, dazu brauche ich die .x-Datei und wende den FLEX an. So. Ja, fertig. Also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr im Terminal anschauen, oder? Also ich meine, gut, was wir machen können ist, wir können einfach mal schnell das fertige Term aufrufen. Ups, ja. Da müssen wir in das Bison-Verzeichnis gehen. Da müsste es halt... einen Term geben, Command not found. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Dann sagen wir einfach mal make, mal sehen, was der tut. No targets, ah ja. Term müssen wir da sagen. Term is up to date. Gibt es da eine ausführbare? Ja, doch, Term. Komisch, was ist da jetzt los? Warum sagt er jetzt Term Command not found? Verstehe ich nicht.
da haben wir jetzt irgendwo ein Problem offenbar. Also sorry, das verlassen wir jetzt wieder. Wir machen wieder Theorie. Da kennen wir uns besser aus damit. Ja. Also, gut. Ja, das war's. Ah ja, doch, jetzt möchte ich noch kurz hier was über die Struktur sagen. Das habe ich irgendwie kopiert aus so einem Jagdmanual, deswegen ist dieser Text da so pixelig. Und zwar in diesem Strukturdiagramm, da habe ich jetzt solche eckige Kästen, das sind einfach Dateien. Ja, das sind Dateien. Und wenn ich jetzt außenrum noch so einen zweiten abgerundeten Kasten habe, dann sind das ausführbare Programme. So. Also zum Beispiel der Lex ist ein ausführbares Programm. Der wird angewendet auf diese Lex-Quelldatei. Ja? Und der erzeugt daraus dann diesen Lexical Analyzer Code, also ein C-Code. Ja? Der erzeugt ein C-Programm. Genauso macht es der JAG. Der erzeugt aus der JAG-Datei mit den Regeln einen C-Code. Dann wird der C-Compiler aufgerufen auf diese beiden C-Programme, der kompiliert die und erzeugt daraus jetzt ja ein ausführbares Programm. Ja, dieses Lexical Analyzer Programm, ist eigentlich nicht nur Lexical Analyzer, wenn der JAG-Code noch dazu kommt, sondern das ist tatsächlich dann ein Scanner für kontextfreie Sprachen oder sogar ein Compiler, je nachdem. So, und dieses Programm, das wird dann angewendet auf irgendwelchen Input-Text. Und das erzeugt dann als Output Tokens oder Text oder ein ausführbares Programm, also Objektcode. Genau. Und ich meine, das ist schon eine schöne Errungenschaft, weil wir hier der einzige Input, den wir haben, ist das hier, diese Lex-Quelldatei und die JAG-Quelldatei, in der Grammatikregeln drinstehen und je nachdem eben noch Code-Generierungsregeln und daraus wird vollautomatisch unser Compiler erzeugt. Okay, damit wären wir jetzt eigentlich fertig mit dem Einschub. Gibt es noch Fragen? Okay, ja, dann machen wir weiter. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, kontextsensitive Sprachen. Also, die Klasse, die nennt sich jetzt L1, das sind die Chomsky-Typ 1 Sprachen. Um die zu akzeptieren, brauchen wir linear beschränkte Turing-Maschinen. Also, da kommen wir jetzt schon in die Ebene der Turing-Maschinen. Wir werden später sehen, was das ist, linear beschränkte Turing-Maschinen. Haben wir das eigentlich schon gesagt? Doch, ich glaube am Anfang. Also bei den kontextfreien Sprachen, die werden akzeptiert von Kellerautomaten. Also reguläre Sprachen, endliche Automaten, kontextfreie Sprachen, Kellerautomaten, die brauchen eine zusätzliche Kellerdatenstruktur. Kontextabhängige Sprachen, da brauchen wir schon Turing-Maschinen. Reichen hier Turing-Maschinen mit beschränkter Speichergröße. Das ist es im Wesentlichen, was man hier hat. Ja. Okay. Genau. Und die Grammatikregeln haben die Form L-Pfeil R, wobei auf der linken und rechten Seite beliebige Zeichenketten stehen dürfen. Die Einschränkung ist aber, ganz wichtig, die Länge der linken Seite darf nicht größer sein als die der rechten Seite. Also es darf nicht sein, dass jetzt auf der linken Seite 3 Symbole stehen und auf der rechten 4. Ja? Umgekehrt, dass auf der linken Seite 4 stehen und auf der rechten 3. Das darf nicht sein. Es darf praktisch während der Ableitung, wenn ich ein Wort erzeuge, das Wort nie kürzer werden. Ja? Es darf länger werden oder gleich lang bleiben, aber es darf nie kürzer werden. Und dieses kürzer werden, das ist ganz wichtig, das erzeugt quasi zusätzliches Chaos bzw. Komplexität. Weil wenn ich ein Wort erzeuge und es wird immer länger,
naja, dann geht es monoton und das wird immer länger. Aber wenn das jetzt wieder kürzer werden kann, dann kann ich so quasi Oszillationen erzeugen. Es wächst eine Zeit lang, dann wird es wieder kürzer, dann wird es wieder länger, dann wird es wieder kürzer. Und wir werden sehen, jetzt auch demnächst, wir werden gleich argumentieren, wir werden diese Eigenschaft, dass das erzeugte Wort nur länger werden kann, jetzt gleich brauchen. Ja. Ja, wichtig ist, wir haben kontextabhängige Sprachen, das heißt, das Ersetzen einer Grammatikvariable eines Non-Terminals kann von der Umgebung, also vom Kontext abhängen. Hier auf der linken Seite stehen jetzt nicht nur Variablen, sondern es dürfen Variablen und Konstanten beliebig kombiniert stehen. Ja? Bei den kontextfreien Sprachen darf auf der linken Seite nur immer eine Variable stehen. Aber jetzt kann da zum Beispiel stehen A, Y, A, wobei Y ist eine Variable und A eine Konstante. Das heißt, ich darf dann das Y nur ersetzen, wenn davor und danach ein A kommt. Kontext. So. Okay, jetzt schauen wir uns gleich ein Beispiel an, wie wir mit einer kontextabhängigen Grammatik diese Sprache LC1 A hoch N, B hoch N, C hoch N erzeugen können. Das ist die Sprache, von der, gut, wir haben es weggelassen, aber von der man mit dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen beweisen kann, dass die nicht mehr kontextfrei ist. Ja? Also das ist eine Sprache, die sich mit einer kontextfreien Grammatik nicht mehr beschreiben lässt. Und wir zeigen jetzt, dass es mit einer kontextabhängigen Grammatik geht. Ja? Und zwar mit dieser Grammatik hier, die da steht. Und wir sehen sofort, auf der linken Seite haben wir viele Regeln, bei denen wir zwei Variablen oder Variable Konstante zum Beispiel haben. Ja? Also A hoch N, B hoch N, C hoch N. Was ist denn die Schwierigkeit dran? Naja, wir müssen die A's, die B's und die C's miteinander verkoppeln. A's und B's miteinander, das geht auch kontextfrei noch. Ja? Erinnern wir nochmal an die wichtige Regel, hieß ja S-Pfeil A, S, B oder Epsilon. Ja? Das ist die Grammatik für A hoch N, B hoch N. Aber wie kriegen wir jetzt ein C noch dazu? Und das geht so einfach eben nicht mehr. Also gleich viele Cs. Okay. Also, wir haben diese erste Regel, S-Pfeil A, B, C. Das ist praktisch die Top-Level-Startregel. Damit wird praktisch ein Block für A's, einer für B's und einer für C's erzeugt. Ja, ich meine, das ist eigentlich die Terminierungsregel und das ist die rekursive Regel. Ja? S-Pfeil S, A, B, C. Und ja, wir starten gleich hier mal S-Pfeil S, A, B, C und dann wenden wir die Regel nochmal an und dann haben wir S, A, B, C, A, B, C. Ja? Und dann wenden wir sie und dann wenden wir die erste Regel an, dann haben wir nämlich drei Blöcke mit A, B, C's. Ja? So, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Erstmal ist das ja nicht das, was wir da oben wollen. Ja? Sondern, also wenn wir das jetzt durch Konstanten ersetzen, dann hätten wir die Sprache A, B, C hoch N. Und die ist langweilig. Das ist eine reguläre Sprache. So, also jetzt brauchen wir eine Methodik, mit der wir quasi alle A's hier vorne zusammensammeln und dann alle B's zusammensammeln und dann alle C's. Ja? Und Sie sehen, das werden wir jetzt auch tun. Hier unten, da haben wir dann alle drei A's ganz vorne dran. Ja? So, und das kriegen wir jetzt hin, indem wir hier CA durch AC ersetzen. Wo haben wir die Regel? Hier. Also wir vertauschen es. Wann immer ein A nach einem C kommt, tun wir das davor. C, A, A, C. Ja?
Genau, so. Und dann haben wir das A vor dem C und dann haben wir BA. Naja, daraus machen wir AB. Hier, BA, AB. Genau, so. Und jetzt sind wir eigentlich fertig, weil das A steht jetzt an der richtigen Stelle. Weiter und weiter nach vorne muss es nicht mehr. So, und dann, praktisch immer dann, wenn die Reihenfolge falsch ist, hier haben wir jetzt CB, also hier passt ja A, B, C. Aber hier, CB wird durch BC ersetzt. Dann haben wir da wieder CA, wird durch AC ersetzt, wieder CA durch AC. Dann haben wir BA durch AB, wieder BA, AB und dann passt es soweit. Da haben wir jetzt CB, wird durch BC ersetzt, dann wieder CB, BC. Ja, hier passt ja alles soweit. Hier passt eigentlich alles. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Variablen durch Konstanten ersetzen. Und das passiert durch diese Regeln. Genau. Und am Ende sieht es eben so aus. Ja. Also, damit haben wir gezeigt, A hoch n, B hoch n, C hoch n ist eine kontextabhängige Sprache. So, jetzt reden wir noch ein bisschen über das Wortproblem für kontextabhängige Sprachen. Also gegeben, achso, wieso steht jetzt hier kontexttreue Grammatik? Das ist ja komisch. Das ist ein Fehler. Hat jemand gerade das Buch aufgeschlagen? Ist das auch so? Zum Beispiel aus dem Buch? Ich denke schon, ja. Bei Wortproblemen kontextsensitiver Sprachen. Nur die Tabelle drin. Ja, Entscheidungsprobleme, aber nicht Wortproblem direkt. Ja. Entscheidungsprobleme. Ja, aber da müsste ja das Wortproblem dann auch kommen, als ein... einer kontextsensitiven Grammatik gilt. Also hier steht kontextsensitive, müsste schon sein. Kontextsensitive. Ja, klar. Ja. Also das muss natürlich hier auf der Folie auch kontextsensitive Grammatik heißen. So. Und die Frage ist natürlich jetzt, ist ein gegebenes Wort in der durch die Grammatik definierten Sprache drin oder nicht? Ja? Gut, also ich meine, ist klar, die Produktionsregeln, die müssen so eine Form haben und das ist jetzt wichtig, die linke Seite darf nicht länger sein als die rechte Seite. Ja? Und damit kann ein Wort in einem Ableitungsschritt nie kürzer werden. Ja? So, und wir starten jetzt mit dem Startsymbol. Ja, also wir starten mit einer Wortmenge W, die am Anfang das Startsymbol enthält. Ja. So, und also warum jetzt eine Wortmenge? Weil wir vergrößern diese Menge jetzt sukzessive. Wir erzeugen jetzt alle Wörter der Länge kleiner gleich n und fügen sie zu W hinzu. Ja. Also wir erzeugen alle Wörter, zum Beispiel der Länge kleiner gleich 4. Ja? Und fügen sie zu dieser Menge dazu. Ja? Und der Punkt ist eben der, dass es nur endlich viele Wörter mit höchstens 4 Zeichen gibt. Ja? Ich meine, unser Alphabet, wenn wir jetzt ein Alphabet mit M-Zeichen haben, also das Alphabet Sigma. Die Mächtigkeit von dem Alphabet sei M. Ja? So, dann wie viele Wörter der Länge kleiner gleich N gibt's? Naja, M hoch N. Ja?
Das erste Zeichen hat M-Möglichkeiten, das zweite Zeichen und so weiter. Es gibt M hoch N Wörter der Länge exakt N, oder? Langsam. Ja, genau. Und wie viele Wörter gibt es der Länge kleiner gleich N? Naja, das ist M hoch N plus 1, wenn ich mich nicht täusche. Weil ich kann ja, genau, ich kann ja an jeder Stelle, nein, das stimmt nicht ganz. Aber also es ist ein bisschen mehr als M hoch N, ja? Der Länge kleiner gleich N. Ja? Ja, es ist letztlich, also für kleiner gleich n ist es die Summe i gleich 1 bis n m hoch i. Das ist es. Ja? Und das ist dann irgendwie m hoch n plus 1 minus 1 oder sowas. Wichtig ist, es gibt endlich viele und wir wissen sogar, wie viele es gibt. Ja? Mit der Länge kleiner gleich n. So. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Ja? Also wir nehmen, was wir jetzt machen ist, um das Wortproblem zu lösen, gehen wir her und verwenden unsere Grammatik und erzeugen einfach alle Wörter der Länge kleiner gleich n. Und n übrigens ist die Länge von dem Wort, das wir parsen wollen. Also wenn wir jetzt ein Wort der Länge 17 haben, naja, was machen wir? Wir nehmen unsere Grammatik her und erzeugen alle Wörter der Länge 17. Und dann schauen wir, ob das Wort drin war in der Menge. Und fertig. Das ist die Idee. Ja? Und ja, deswegen haben wir hier jetzt zwei Fälle. Entweder ist nach endlich vielen Schritten dieses Wort W oder Omega erzeugt und dann wissen wir, das gehört zur Sprache. Oder es ist ein Fixpunkt erreicht, naja, das ist vielleicht ein bisschen geschwollen ausgedrückt. Ein Fixpunkt erreicht heißt, es sind halt alle Wörter erzeugt, der Länge 17. Und dann tut sich nichts mehr. Meine Grammatik, die kann dann nichts Neues mehr erzeugen. Und damit weiß ich, das Wort ist nicht in der Sprache drin. Damit haben wir das Wortproblem entschieden. So, damit haben wir jetzt gezeigt, das Wortproblem für kontextsensitive Sprachen ist entscheidbar. Und ganz wichtig an der Stelle war diese Bedingung. Warum ist die jetzt ganz wichtig? Für diese Argumente, die wir hier verwenden. Warum ist das ganz wichtig? Das Wort wieder kürzer bauen kann, dann kann ich eben die zweite, den zweiten Fall ja nicht anwenden. Genau, also praktisch, dass dann ein Fixpunkt erreicht ist. Ja? Dass quasi, dass wir sagen können, nach endlich vielen Schritten sind garantiert alle Wörter der Länge n erzeugt. Nein, das kann ja sein, das kann ja zum Beispiel sein, dass ich, wenn ich jetzt ein Wort der Länge 17 habe, und wenn diese Bedingung nicht gilt, dann kann es ja sein, ich muss erst ein Wort der Länge 5 Millionen erzeugen und dann wieder kürzer machen, um dieses spezielle Wort der Länge 17 zu erzeugen. Und damit können wir keine obere Schranke mehr angeben. Und damit ist das Wortproblem nicht mehr entscheidbar, weil wir nicht mehr wissen, ob wir in endlicher Zeit dieses Wort erzeugen können. Aber wenn diese Bedingung gegeben ist, dann weiß ich ja, okay, in jedem Schritt wird das Wort entweder länger oder es bleibt gleich lang. Ja? So. Und die Komplexität von diesem Algorithmus, den wir jetzt quasi so im Kopf haben, die ist exponentiell. Und zwar, die ist a hoch die Wortlänge. Ja? Und das A ist, ja, da steckt drin die Zahl der Grammatikregeln, die wir haben. Ja? Wobei das nicht exakt die Zahl der Grammatikregeln ist, weil wir haben ja vielleicht auch Grammatikregeln, die die Wortlänge gar nicht verändern.
Ja. Aber praktisch die Tiefe von diesem Baum, der sich da aufspannt, entspricht der Länge von unserem Eingabewort. Ja. Vorsicht, ich meine, das ist praktisch jetzt eine obere Schranke. Wir haben jetzt eine obere Schranke für die Komplexität des Wortproblems für kontextabhängige Sprachen. Warum eine obere Schranke? Naja, weil wir haben einen Algorithmus hier angegeben, also nicht im Detail, aber wir haben quasi die Idee für einen Algorithmus hier, der in exponentieller Zeit das Wortproblem löst. Es könnte ja sein, dass jemand noch einen besseren Algorithmus weiß. Ja? Aber damit haben wir jetzt eben eine obere Schranke. Okay, so, also das Wortproblem ist entscheidbar. Und zwar mit höchstens exponentieller Komplexität, das wissen wir jetzt schon mal. Die anderen Entscheidungsprobleme, Leerheit, Endlichkeit und Äquivalenz, sind unentscheidbar. Das schauen wir uns jetzt nicht weiter an. Abschlusseigenschaften. Also die Klasse der kontextabhängigen Sprachen ist abgeschlossen bezüglich Vereinigung, auch bezüglich Produktbildung. Übrigens, die Idee, wie wir dann quasi die Grammatik für die Vereinigungssprache erzeugen, ist genau gleich, wie wir es bei den kontextfreien Sprachen hatten. Auch für die Produktsprache genau gleich. Ich nehme einfach die zwei Startsymbole und hänge die hintereinander und führe diese neue Regel hier ein. Und bezüglich der klinischen Hülle genauso. Und für Durchschnitt und Komplement gilt auch die Abschlusseigenschaft, ist aber nicht so leicht zu zeigen. Da braucht man dann linear beschränkte Turing-Maschinen dafür. Also, und hier die Tabelle. Hier haben wir überall Ja bei den Abschlusseigenschaften. Und interessant, bei den Entscheidungsproblemen haben wir nur noch beim Wortproblem Ja. Ja, aber die Komplexität ist exponentiell. Also wir merken, wir kommen so langsam an die Grenzen dessen, an die Grenzen der Möglichkeit, die entsprechenden Sprachen zu parsen. Ja, mein Wortproblem geht zwar noch, aber exponentiell. Also, und ich meine, Sie wollen keinen Compiler haben, der exponentielle Komplexität hat. Ja? Das wäre kein Spaß, weil da könnten Sie nur ganz kleine Programme schreiben mit vielleicht 50 Zeilen Code oder so. Okay, ja, dann kommen wir jetzt im nächsten Schritt noch zu den rekursiv aufzählbaren Sprachen, also den Typ 0 Sprachen. Und Typ 0 Sprachen, das sind die Sprachen, naja, das sind die komplexesten Sprachen, die sich überhaupt noch durch Grammatiken beschreiben lassen. Ja? Also das ist wirklich das Komplexeste, was sich überhaupt noch formal durch Regeln beschreiben lässt. Also, die Produktionen sind ganz allgemein beliebige Grammatikregeln. Die werden von Turing-Maschinen akzeptiert. Also, ich brauche jetzt... Ja, jetzt wäre man verleitet an der Stelle zu sagen, um das Wortproblem zu lösen, Turing-Maschinen, aber das stimmt nicht. Das ist ganz wichtig. Wenn da steht, werden von Turing-Maschinen akzeptiert, heißt es nicht, dass Turing-Maschinen das Wortproblem lösen können. Sondern, das heißt, wenn ich ein Wort aus einer Typ-0-Sprache habe, dann gibt es eine Turing-Maschine, die dieses Wort erkennen kann. Aber wehe, wenn mein Input nicht aus der Sprache ist, dann kann es passieren, dass meine Turing-Maschine in eine Endlosschleife läuft. Und das ist ganz unschön, weil das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Compiler haben, der syntaktisch korrekte Programme erkennt, aber sobald das Programm einen Fehler hat,
landet er in der Endlosschleife. Damit sind wir bei einem ganz wichtigen Problem, also diese Endlosschleifenerkennung, die ist ganz zentral in der Informatik. Man könnte natürlich jetzt verleitet sein zu sagen, oh ja, das ist doch egal, wenn der dann in der Endlosschleife ist, dann weiß ich ja, das ist ein syntaktisch inkorrektes Programm. Aber das stimmt nicht, warum nicht? Ich weiß ja nicht, ob er doch eine Lösung hat, nach einer gewissen Zeit dann vielleicht abbricht, obwohl es vielleicht... Eben, ich meine, woher weiß ich, dass mein Compiler in der Endlosschleife hängt, ja? Ich meine, gut, ja, irgendwo gibt es einen Timeout, wo ich dann sage, aber jetzt ist meine Geduld am Ende, jetzt breche ich ab. Aber damit weiß ich ja immer noch nichts. Ja? Aber auch vielleicht knappe Anwendungen wie Webserver oder so, wo dauerhaft auf eine Verbindung warten, da weiß ich ja auch nicht, ob es... Ja, klar, genau. Also Endlosschleifen sind was sehr Unangenehmes. Ja? Und das wird eine ganz wichtige Frage noch sein, dann im... übernächsten Kapitel, nämlich die Frage, können wir Endlosschleifen erkennen? Gibt es eine Möglichkeit, Endlosschleifen zu erkennen? Das wäre nämlich hochinteressant, weil dann könnten wir hier eventuell das Wortproblem lösen. Aber das ist eben das Halteproblem für Turing-Maschinen, das geht nicht. Ja? Das Problem, Endlosschleifen zu erkennen, ist nicht entscheidbar. Also da sind wir wirklich an einer harten Grenze der Informatik angelangt. Aber das war jetzt ein kleiner Vorgriff. Also dieses Werden von Turing-Maschinen akzeptiert, heißt nur, wenn das Wort aus der Sprache ist, kannst du die Turing-Maschine akzeptieren. Und sonst eventuell nicht. Okay, wir haben keine weiteren Einschränkungen, ist klar, Typ 0 Grammatiken. Ja, und wichtig ist natürlich auch noch, es gibt auch noch Sprachen, die nicht berechenbar sind und damit auch nicht durch eine Typ-0-Grammatik erzeugt werden können. Also, die Menge der Sprachen ist die Menge aller Teilmengen von Sigma Stern. Also die Menge aller Wortmengen. Und natürlich gibt es Wortmengen, die so chaotisch sind, dass sie nicht durch Grammatikregeln beschrieben werden können. Das sind so... Also da kommt dann irgendwie so ein Zufallsprozess rein. Ja? Wenn ich Worte einfach zufällig erzeuge, und zwar unendlich viele, dann gibt es keine Grammatik mehr dafür. Das ist das steckt da dahinter. So, aber hier, Typ 0, lässt sich noch durch Regeln beschreiben. Und ich wiederhole nochmal, das Coole an den Grammatiken ist das, dass wir mit einer endlichen Menge von Regeln unendlich große Sprachen beschreiben können. Und daran merkt man, hoppla, da muss Struktur drin stecken. Wenn ich durch eine endliche Beschreibung unendliche Mengen kodieren kann, dann steckt da offenbar Struktur drin. Oder umgekehrt, wenn sich eine unendliche Menge halt nicht komprimieren lässt, und zwar auf eine endliche Länge, dann ist es eben keine Typ-0-Sprache mehr. Dann steckt da zu wenig Struktur drin oder keine Struktur. Ja? Also Sie merken, Zufall, damit sind wir eigentlich schon in der Statistik drin und formale Sprachen, da gibt es durchaus Zusammenhänge. Und Komprimieren auch noch. Komprimieren ist auch noch ein wichtiges Thema. Ja? Okay. So, und jetzt schauen wir uns gleich an, oder wir zeigen, dass diese Sprache, hatten wir ja auch schon erwähnt, a hoch 2 hoch n, also die Menge aller Worte, die eine Zweierpotenz von a's enthalten. Eigentlich ganz simpel, weil wir haben nur ein Zeichen in unserem Alphabet, aber eben die Wortlänge ist auf Zweierpotenzen beschränkt. Kann ich mit dieser Grammatik erzeugen. Und Sie sehen, hier gibt es eine Regel, die wieder verkürzt. So, schauen wir uns vielleicht auch gerade noch an, wie ich hier ein Wort mit
Und zwar mit 2 hoch 4 A's erzeuge. Ja? Also 2 hoch 4 ist 16, hier am Ende stehen 16 A's. Ja? So, und was machen wir? Naja, wir erzeugen erst einmal 4 D's. Ja? Also, wenn wir ein Wort der Länge 2 hoch n erzeugen wollen, erzeugen wir erst einmal n groß d's. Und zwar mit dieser Regel. Diese rekursive Regel, die wende ich so oft an, wie eben der Exponent von meiner Zweierpotenz sein soll. Also, 4 mal angewendet, dann sind wir hier. Und dann, was machen wir denn jetzt? Ja, genau. Jetzt praktisch, jetzt hören wir auf mit d's erzeugen. Das machen wir mit dieser Regel. Ja? Das heißt S nach LA und jetzt haben wir AD. Ja? So, und aus AD machen wir DAA. Also sprich, wir verdoppeln unsere A's. Also AD, DAA. Dann haben wir hier dieses D vorne dran, LD, da machen wir ein L draus. Das ist praktisch, wenn das D hier links angekommen ist, dann werfen wir das raus. So, und hier haben wir wieder AD. Daraus machen wir DAA. Und jetzt haben wir wieder AD, machen wir wieder DAA. Und Sie sehen, wir haben jetzt von hier nach da, haben wir die Zahl der A's verdoppelt. Also wir haben es von hier nach da verdoppelt, dann wieder von hier nach da wieder verdoppelt. Und jetzt lassen wir das nächste D nach links wandern und wenn das dann ganz links angekommen ist, nämlich hier, haben wir wieder die A's verdoppelt, dann haben wir 8 A's. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal, jetzt lassen wir dieses D auch noch nach links wandern und wir verdoppeln wieder die Zahl der A's. Und dann haben wir am Ende 16 Stück dastehen. Ja. Ich meine, klar muss man sich fragen, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich diese Regel brauche? Irgendwie kommt die einem fast überflüssig vor, weil die ist ja eigentlich nur dazu da, quasi dieses D, wenn es hier links angekommen ist, rauszuwerfen. Ja, das wird hier gemacht, da und da. Wie wäre es denn mit D-Pfeil Epsilon? Wenn wir die Regel ersetzen durch D-Pfeil Epsilon. Ja, war dann vielleicht nicht mehr links rüber unbedingt, oder? Genau. Weil dann könnten wir ja auch das D hier oder hier schon verschwinden lassen. Und dann erzeugen wir wieder eine beliebige Anzahl A's. Also das D dürfen wir nur dann, erst dann verschwinden lassen, wenn es hier angekommen ist. Ja? Ja, aber das, ich meine, das muss man natürlich beweisen, dass es anders nicht geht. Und diesen Beweis, den führen wir hier jetzt nicht. Okay, so. Ja, und hier kommt jetzt die Tabelle. Und das ist natürlich die schlechte Nachricht hier. Wortproblem ist nicht entscheidbar. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Bemerkung hier. Werden von Turing-Maschinen akzeptiert? Sowas nennt man dann halb entscheidbar. Das Wortproblem ist halb entscheidbar. Also im positiven Fall, wenn das Wort in der Sprache drin ist, dann sagt die Turing-Maschine ja. Aber im negativen Fall kriege ich vielleicht gar nie eine Antwort. Also es ist halb entscheidbar, aber halb entscheidbar ist eben nicht mehr entscheidbar. Deswegen steht hier das Nein. So, und dann für die Abschlusseigenschaften. Da haben wir überall Ja, außer bei der Komplementbildung. Es ist schon interessant, also da merkt man die formalen Sprachen, da geht es schon um Strukturen. Schauen wir uns die Tabelle nochmal an hier.
Bei den kontextsensitiven Sprachen hatten wir hier überall ja. Aber bei den kontextfreien Sprachen, da hatten wir, wo war da? Da war auch noch irgendwo ein Nein. Gehen wir da gerade nochmal zurück. Hier, da hatten wir zweimal Nein drin. Bei den kontextabhängigen Sprachen haben wir hier wieder überall Ja stehen. Und bei den Typ 0 Sprachen haben wir dann wieder ein Nein drin. Hier. Genau, gut. Damit sind wir jetzt fertig mit den formalen Sprachen. Und jetzt kommen wir in das duale Kapitel, nämlich Automaten. Also sprich, jetzt geht es um die Maschinenmodelle, die wir benötigen, um, um das Wortproblem zu lösen. Um das Wortproblem für formale Sprachen zu lösen. So, und wir werden deterministische Automaten anschauen, wir werden nicht deterministische Automaten anschauen. Nicht-Determinismus ist ein ganz wichtiges Konzept. Dann Automaten und reguläre Sprachen zusammenbringen, Kellerautomaten, Transduktoren anschauen, das sind spezielle Automaten, die für die Praxis eher relevant sind, und am Schluss noch so einen kleinen Ausblick geben auf zelluläre Automaten. Zelluläre Automaten, das sind Automaten, die in zweidimensionalen Welten oder auch dreidimensionalen Welten so Muster erzeugen können, die sich dann weiterentwickeln, ebenso solche Zellmuster, Zellgebilde. Das geht dann auch wieder in die Biologie weiter. Und sowas können wir mit ganz einfachen Grammatikregeln machen, wie wir es eben bei formalen Sprachen haben, beziehungsweise eben bei den Automaten. Ja? Und wir werden auch noch den Zusammenhang zwischen Grammatiken und Automaten natürlich sehen. Okay, endliche Automaten. Ja, ein endlicher Automat, das endlich steht für die Zahl der Zustände. Ja? Schauen wir uns vielleicht hier gerade dieses Beispiel an. Hier haben wir jetzt eine Kaffeemaschine als endlichen Automaten dargestellt. Also, der ist in einem Zustand Geld einwerfen, also da kann man jetzt Geld einwerfen. Und dann wenn dann erfolgreich Geld eingeworfen wurde, dann kann der übergehen in einen Zustand brühbereit. Und na gut, dann klar, wenn er jetzt im Zustand brühbereit ist, dann erzeugt er einen Kaffee, dann gibt er praktisch einen Kaffee aus und dann ist er wieder in dem Zustand Geld einwerfen. Dann erwartet er wieder Geld und so weiter. Also wir haben Zustände und dann Aktionen, die uns in neue Zustände überführen. Ja, also wenn er im Zustand Geld einwerfen ist, dann muss das Geld eingeworfen werden. Wenn er im Zustand brühbereit ist, dann muss der Kaffee aufgebrüht werden und dann ist er wieder in dem Zustand. Und so wechselt er immer zwischen den beiden Zuständen hin und her. Okay. So, ja, dann unterscheiden wir zwischen Akzeptoren und Transduktoren. Ein Akzeptor ist das, was wir eigentlich jetzt brauchen. Da geht es darum, Worte zu akzeptieren oder nicht. Also, der nimmt eine Zeichenfolge, also ein Wort Omega entgegen und entscheidet, ob das ein gültiges Eingabewort ist oder nicht. Und wir stellen uns den jetzt so vor. Und zwar, der hat so ein unendliches Eingabeband, eindimensional. Auf diesem Band steht das Wort drauf, was der akzeptieren soll. So. Und was der macht ist, der steht am Anfang auf dem ersten Zeichen und der scannt dann das Wort durch. Der liest das Zeichen, macht einen Zustandsübergang, liest das nächste Zeichen und so weiter. Und wenn der das letzte Zeichen gelesen hat, dann sagt er ja oder nein. Wort akzeptiert oder nicht. Das ist alles. Dafür ist der endliche Automat da. Also, der startet auf dem ersten Zeichen, scannt das Wort linear durch und am Ende sagt er ja oder nein. Das ist ein Akzeptor. Und das wird für uns am wichtigsten sein. So.
Ein Transduktor ist eigentlich das Gleiche, bloß dass der zusätzlich noch eine Ausgabe erzeugt. Also der hat da oben das Eingabewort und für jedes gelesene Zeichen kann der noch ein Ausgabezeichen erzeugen. Muss er nicht, aber er kann's. Das heißt, er kann noch ein Ausgabewort erzeugen, das maximal so lang ist wie das Eingabewort. Ich meine, ja, das entspricht in etwa dem, was wir gesehen hatten bei Lex und Jack. Wir können natürlich die Lex und Jack-Regeln nur Regeln hinschreiben, ohne jetzt wirklich Funktionen aufzurufen, dann wäre das ein Akzeptor. Wenn wir aber dann noch Funktionen aufrufen, die Ausgabe erzeugen, dann sind wir hier. Okay. Starten wir gleich mal formal mit den deterministischen Automaten. Ja? Und zwar, erst einmal reden wir nur über Akzeptoren. Ein deterministischer endlicher Akzeptor, auf Englisch Deterministic Finite State Machine oder kurz DEA, deterministischer endlicher Automat, das ist ein Fünftuppel, bestehend aus einer endlichen Zustandsmenge S, endliches Eingabealphabet Sigma, dann eine Zustandsübergangsfunktion, die Zustand und gelesenes Eingabezeichen abbildet auf einen neuen Zustand. Das ist eigentlich das Wichtige. Ja? Also der liest ein Zeichen und macht einen Zustandsübergang. Fertig. Das ist das Zentrale am endlichen Automaten. Dann braucht er noch eine Menge von Endzuständen. Das ist dazu da, dass er am Ende vom Wort entscheiden kann, akzeptiert oder nicht. Nämlich, wenn der am Ende vom Wort in einem Endzustand ist, dann ist das Wort akzeptiert und sonst nicht. Und dann braucht man natürlich noch einen definierten Startzustand. So. Genau, und hier wird jetzt definiert, was so ein endlicher Automat tut. Wie der jetzt quasi so ein Wort abarbeitet. Also, das sei unser Wort mit den Zeichen Sigma 0 bis Sigma N. Und dann durchläuft er nacheinander die Zustände S0 bis Sn plus 1 mit, und hier, das ist der zentrale Punkt, Si plus 1 ist Delta von Si, Sigma I. Diese Zustandsübergangsfunktion Delta, die bildet ab Zustand und gelesenes Zeichen auf den Nachfolgezustand. Wenn wir hier zurückgehen, hier, das ist die Zustandsübergangsfunktion Delta. Nach Verarbeitung des letzten Zeichens Sigma N hält der Automat im Zustand Sn plus 1 an. Wichtig, da hält er definitiv immer an. Und das Wort gilt genau dann als akzeptiert, wenn Sn plus 1 ein Endzustand ist. So, und hier gleich noch im Anschluss die Definition der akzeptierten Sprache. Also die von einem so einem endlichen Automaten A akzeptierte Sprache ist definiert durch die Menge aller Zeichenketten, Sigma 0 bis Sigma N, für die, und jetzt starten wir hier in der Mitte, Delta von S0, Sigma 0, also wir lesen das erste Zeichen und kriegen jetzt einen Nachfolgezustand. Auf diesen Nachfolgezustand, das ist das hier, und das nächste Zeichen wird wieder Delta angewendet und das so lang rekursiv, bis wir das letzte Zeichen gelesen haben. Und der neue Zustand muss jetzt ein Endzustand sein. So, gut, ja. Ja, und da haben wir jetzt ein Beispiel für so einen endlichen Automaten. Also, die Menge der Zustände, Eingabealphabet und hier haben wir jetzt die Übergangsregeln und da haben wir die Menge der Endzustände. Langsam fehlt noch irgendwas, wir hatten doch fünf Tupel gesagt. S, Sigma, Delta, E und S0. Ah ja. Genau, also S0 ist der Startzustand. Ja. Okay, hier stehen die Zustandsübergangsregeln. Also Delta von S0, Sigma ist gleich S0 für Sigma aus 0,369. Ja.
Ich meine, hier in dieser Zeile stehen tatsächlich vier solche Übergangsregeln. Nämlich in S0 und 0, genau, wenn er in S0 ist und in 0 liest, geht er in S0 über, wenn er in 3 liest auch und so weiter. So, und das Ganze können wir jetzt grafisch wesentlich übersichtlicher so darstellen. Also, hier haben wir S0 übrigens, der Startzustand wird immer symbolisiert durch einen leeren Pfeil, der da reinkommt. Ja, das ist der Startzustand. Und der Endzustand ist einer mit zwei Kringeln. Hier. Also hier an dem Beispiel sind Start- und Endzustand gleich. So, und dann haben wir hier zum Beispiel so einen Pfeil, also der kann von S0 nach S0 übergehen, wenn er 0, 3, 6, 9 liest. Das ist diese Regel. Der kann nach S1 übergehen, wenn er 1, 4 oder 7 liest. Und nach S2, wenn er 2, 5, 8 liest. Hier. Ja? Und entsprechend für S1 haben wir hier Regeln und so weiter. Ja. Und das ist ein deterministischer endlicher Automat. Und deterministisch im Unterschied zu nicht deterministisch heißt, für einen gegebenen Zustand, zum Beispiel S0, und ein gegebenes Zeichen, zum Beispiel die 1, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Und also wenn es jetzt hier noch einen zweiten Pfeil, wenn hier zum Beispiel auch noch eine 1 stehen würde, dann wäre es ein nicht deterministischer Automat. Okay, ah ja, hier sehen wir jetzt noch ein bisschen, was passiert. Also bei dem Beispielwort 1, 4, 7, wenn der die 1 liest, geht er nach S1 über. Ja? Wenn er dann in S1 die 4 liest, geht er nach S2 über. Und wenn er dann die 7 liest, dann ist er wieder in S0. Ja? Und damit sehen wir, 1, 4, 7 ist ein Wort, das er akzeptiert. Ja, gut. An der Stelle machen wir gerade Schluss. Ja.